Hey yo, pay yo, Fingerpicking Kids! In diesem Video zeigt dir dein FPC, wie du die Klampfe richtig hältst und wie du mit den Griffen von der rechten Hand schon Töne erzeugen kannst, die du möchtest. Sitz gerade, am besten am vorderen Teil der Sitzfläche. Es ist auch günstig, wenn der Oberschenkel mit dem Unterschenkel am Knie ungefähr einen rechten Winkel bildet. Da rutscht die Gitarre nicht so leicht runter. Jetzt nehmen wir die Gitarre und mit dieser Kuhle da unten, mit dieser Ausbuchtung, legen wir sie bequem auf den rechten Oberschenkel. Wir ziehen die rechte Schulter hoch zu den Ohren und lassen jetzt die Spannung langsam nach. Die Schulter sinkt hinunter. Mit der rechten Hand machen wir jetzt eine Faust. Wir drücken so stark wie möglich einige Sekunden. Und lassen nach. Die Finger werden leicht gekrümmt. Jetzt spreizen wir die Finger so stark wie möglich, halten die Spannung einige Sekunden und locker lassen. Wir legen den rechten Arm an der Ellenbeuge auf die Gitarre und noch einmal Faust. Locker lassen. Finger spreizen so stark wie möglich, Finger auseinander. Und wieder locker lassen. Jetzt schauen wir uns unsere Hand einmal an. Die Finger sind leicht gekrümmt, locker, nicht gestreckt. Ein bisschen bewegen, das lockert weiter. So sollte die Hand ungefähr aussehen. Und nochmal drehen, Hand von innen. Finger locker, leicht gekrümmt. Wir legen den rechten Arm mit der Ellenbeuge auf die Zarge, den Daumen leicht ausstellen und wir legen jetzt den Daumen auf die tiefe E-Seite. Achte darauf, dass die Knöchel der rechten Hand, das sind die Knöchel, die gleiche Richtung haben wie die Saiten, also von links nach rechts verlaufen. Hier siehst du noch einmal, der Daumen ist auf der E-Seite, Zeigefinger auf der G-Seite, Mittelfinger H und der Ringfinger auf der ganz hohen E-Seite. What? Yeah! Und das sind die Finger der Zupfhand, D Daumen, Z Zeigefinger, M Mittelfinger, R, Ringfinger. Die legen wir jetzt wieder auf die Seite. Und die Seiten heißen: erste Seite von oben, die E-Seite. Zweite Seite, die A-Seite. Dritte Seite, die D-Seite. Von oben die vierte Seite, die G-Seite. Die fünfte Seite von dir weg, die H-Seite und die Seite, die am weitesten entfernt ist, die hohe E-Seite. Und nochmal die Seiten E, A, D, G, H, E. Wir machen weiter mit der Faust und locker lassen. Finger spreizen, drücken, spannen
und locker lassen. Finger leicht bewegen, locker, die Finger sind gekrümmt. Den Daumen ausstellen. Der Daumen leicht abgespreizt. Rechter Oberarm auf die breitere Seite des Körpers, breitere Stelle. Daumen drücken, nachlassen auf der E-Seite. Weg mit dem Daumen abheben. Auf die E-Seite legen. Ein bisschen hin und her rutschen, spüren, drücken, nachlassen. Daumen weg. Und jetzt zupfen wir die E-Seite. 3, 4. Leichte Bewegung nach unten. 1, 2, 3, 4. Leichte Bewegung von der Decke weg. 1, 2, 3, 4. So ungefähr sollte das von dir gesehen aussehen dann. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Daumen nach unten und von der Decke weg. 1, 2, 3, 4. E. Jetzt spielen wir schon halbe Noten auf den Zählzeiten 1 und 3. 1, 2, 3, 4. E. 1, 2, 3, 4. E. 1, 2, 3, 4. E. 1, 2, 3, 4. Und wieder die Hand lockern, leichte Fingerbewegung, etwas schütteln. Und jetzt noch schnellere Noten. Jeder Schlag eine Note. 1, 2, 3, 4. Daumen, E-Seite. 1, 2, 3, mitspielen, nicht nur zuschauen.